Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon.
Thank you.
Mein Stahlofen hat die ganze Zeit ein bisschen gearbeitet. Ich habe hier auch schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe nur gerade festgestellt, ich hätte noch vielleicht Lava holen sollen. Ja, das werden wir dann gleich tun. Hier legen wir uns mal kurz hin. Es wird schon wieder dunkel. Ich habe auf jeden Fall größere Umbaumaßnahmen vor. Und zwar, ich habe mir jetzt ein bisschen was angeguckt. Und zwar meine Felder und meine Tiere. Also das mit den Tieren hat mir sowieso nicht gefallen. So. Das heißt, diese Wand kommt bis hierhin, dass sie auch komplett einen Chunk ausfüllt wie oben. Das heißt, ich kann meine Base dann komplett bis hierhin aufbauen. Das heißt, wenn ich jetzt da noch irgendwas drin haben will, kann ich alles da drin machen. Genau. Und dann kommen hier meine Bäume hin. Also oben werde ich auch Bäume haben, aber immer nur einen oder so von jeder Sorte. Vielleicht, dass ich sogar zwei habe, dass ich sage, okay, hier ein Apfelbaum und dann geht es weiter. Aber oben ist es einfach nur, dass es schön ausschaut. Genau. So, aber auf jeden Fall, dann kommt hier nämlich mein Maple mit her und das Papier. Die brauche ich nämlich auch demnächst wieder. Und dann können wir immer schön brav sozusagen weitermachen. Und das sind dieser Chunk und also dieser Chunk und dieser Chunk. Wenn ich gerade richtig gezählt habe. So, dann wird es da vorne gehen nach unten. Die nächste Ebene nach unten. Und warum ist das jetzt momentan so wichtig? Ganz einfach. Weil das wird hier dann alles wegkommen. Dann geht es ja nochmal so eine richtige Stufe nach unten. Und da werden meine Felder entstehen. Auch wieder zwei Chunks entlang. Und da hinter dran kommen dann meine ganzen Rubber Trees. Also diese großen Baumfarmen. Hab mir nämlich überlegt, wenn ich dann nämlich jetzt hier schön brav nach unten gehe, habe ich unten Platz. Das ist ja ein richtiger Rutsch, was darunter rauscht. Ja? Und was, wenn ich Platz habe, dann haben die auch, die Jungs und Mädels da drin Platz. Das heißt, wir werden dann da auch unseren feinen, säuberlichen Rasen dann mit reinmachen. Das heißt, wir werden da die Kühe mit reinmachen. Wir werden da Schafe mit reinmachen, Schweine, Hühner. Vielleicht auch noch Rentiere aus dem Twilight Forest. Mal gucken. Vielleicht machen wir es auch wieder so richtig schön symmetrisch. Da Kühe und so weiter und so fort. Da werden wir mal gucken, was wir da alles machen können. Und vielleicht kommt dann hinten dran mal so eine kleine Vorschau. Da steht mal ein Creeper drin. Ja, unser kleiner Zoo. Genau. Also das wird auf jeden Fall, das ist meine nächste Aufgabe, wenn ich jetzt hier umbaue. Das heißt, auch mein Bäumchen hier muss dann nochmal nach vorne wandern. Muss ich mal gucken. Weil das heißt, ich habe ja dann jetzt noch 1, 2, 3 Blöcke mehr. 1. 2, 3. Also entweder, naja, 3 mehr. Moment, 3 mehr. Ja, ich habe hier 2. Dann hätte ich hier auch 2. Dann habe ich noch 2. Vierer Weg ist ein bisschen übertrieben. Ja, aber dann könnte ich hier 3 machen und hier 3 machen. Dann gehe ich hier auch noch mit 3 weg. Dann habe ich hier. Genau, und dann kann ich so machen. Ja, das hört sich gut an. Werdet ihr das sehen. Spätestens beim nächsten oder übernächsten Mal, hoffe ich. Okay, was wir brauchen, ist auf jeden Fall jetzt einige schöne Sachen. Und zwar, wir brauchen als erstes diese Molds, Molds, Molds. Und zwar, ich habe das Mold fürs Ingot schon. Ich brauche noch Ka Casing, Gear, Ball, Nuggets und Block.
Das heißt, ich habe jetzt zwei, vier, fünf Stück. Ich muss mal schnell mal zum Eisen, zum Eisen, zum Stahl laufen. Jetzt muss ich hoffen, dass ich genügend Stahl habe. Ja, ich habe über ein Stack. Das müsste reichen. Also, ich brauche fünf Stück. Halt, ich brauche ja 5 mal 4. So rum. Zwanzig Stück, das heißt, die restlichen 34 haben wir noch da. Ich lasse jetzt erstmal die Schmelze schmelzen. So viel wie geht. Hau rein. So, in der Zeit tue ich mal da ein paar raus. Ich brauche auf jeden Fall 5 Stück. Und dann, wenn wir da in die ersten besseren Sachen machen, 4 Stück habe ich übrig. Wird nicht mal annähernd reichen. So, denn habe ich noch Steine einstecken? Nein. Dann gehen wir mal schnell welche holen. Ich habe jetzt die ganze Zeit für mich selber überlegt, mache ich die Tool Forge? Ja, und diesmal meine ich wirklich die Tool Forge. Mache ich sie vor LV oder nach LV? Ich habe mich entschieden nach LV. Denn wir gehen mal schnell hier hin und schauen uns schnell mal das Alumite an. Wenn ich jetzt nämlich hingehe und das Alumite mir schmelze, brauche ich hier das hin. Also es ist fünffache von dem und von dem. Ungefähr. Also ich brauche. Ich glaube, ich brauche für 2,5 Ingots 5 Stück. Ja, also ne, 32, 64, 2, 96. Das sind dann Ding, aber es sind dann ungefähr zwei, sagen wir mal 2,5. Lasset es 5 sein, ist egal. Also ich schmeiße jetzt da meine 5 Aluminium rein, schmeiße 2 Stahl und 2 Obsidian rein. Dann habe ich eventuell 5 Ingots. So, das heißt, ich brauche, um meine 4 Blöcke zu machen, richtig viel Alu. Schauen wir mal hier hin. Hier gibt es einen Aluminium Dust von GT. Im Mixer. Das heißt, ich habe hier 2 Stahl, ich habe hier 5 Aluminium Dust und ich habe 2 Obsidian Dust. Die da ergeben 9 Aluminium Dust. Das heißt, ich brauche davon 4 Rezepte. Das heißt, ich brauche 20 Aluminium Dust. Ich brauche 8 Stahl und ich brauche 8 Obsidian. Das heißt, der Mixer ist bei mir in der Prioritätenliste LV ziemlich schnell nach oben gewandert. Weil ich ziemlich gemerkt habe, dass der auch wichtig ist. Ha, und mein Stahl ist durch. Cool. So, aber das Ding ist jetzt. Gott sei Dank läufst du nicht raus. Das heißt, wir müssen noch mal nach unten Lava holen. Ich habe ja das letzte Mal überlegt, wo ich den Speed-Teil gemacht habe, ob ich also Kohle erstmal suche oder ob ich Diamanten hier weiter abbaue. Habe mich jetzt dann aber für die Diamanten erstmal entschieden, dass dieser Bereich hier rausgeht. Wir schauen mal bis da hinten hin. Wieso hängt da oben noch ein Dirt weg? So.
Also, dieser Bereich, also ist jetzt doch nicht ganz, ganz so klein, wie er am Anfang ausgeschaut hat, ist komplett hier. Aber was man halt auch sagen muss, ist halt auch sehr, sehr spärlich besetzt. Also da kenne ich andere Vorkommen. So, da hinten sind die zwei. Und ich habe noch nebenbei Obsidian rausgeklopft. Das heißt, da haben wir auch ein bisschen was. Das heißt, wir können uns eventuell auch was Schönes bauen. Da fällt mir ein, ich brauche dann definitiv noch zwei Stahl mehr. Habe das ja fast optimal gebaut, weil ich verlaufe mich nicht. So. Dann nehmen wir mir den Tank und wir gehen wieder nach oben, sagt er und rennt gegen die Wand. Nein. Aber wie gesagt, das wird irgendwann auch so standardmäßig sein, dass ich so eine ganz untere Ebene habe. Die wird zwar nicht auf Bedrock sein, weil dafür finde ich Bedrock teilweise doch zu hässlich. Aber die wird ziemlich weit unten sein. Und dann wird da vielleicht auch ein Schienensystem dann drauf kommen. Und die Tore sind dann definitiv eine Ebene drüber. Also die ganzen Twilight und Nether und so weiter und so fort. Am Anfang werde ich jetzt aber das Nether-Tor erstmal oben irgendwo hin pflanzen. Ich muss es halt doch ein Stückchen wegmachen, dass mich dieses Blubbern nicht nervt. Ich komme wieder zurück und es ist dunkel. Welch Wunder. So, wir gehen mal wieder ins Bett. Ich hoffe, dass der nicht Rückenschmerzen morgen hat, weil er kennt nur noch harten Steinboden. So, das heißt, ich brauche auf jeden Fall nochmal zwei Stahl mehr. So, dann haben wir ja den hier, haben wir ausgesucht. Ich glaube, ich habe das Obsidian noch nicht aufgeräumt. Nein, seht, ne, hat so ein bisschen was rausgehämmert. Ach komm. Haben wir sechs Stück. Brauche ich noch was? Ja, zwei Stahl. Eins, zwei. Und jetzt gehst du mal da rein. Also momentan läuft nur der Solarboiler. Es juckt ihn nicht mal. Okay, danke fürs Gespräch. So, du bist mittlerweile aus. Ja, auch gerade sozusagen schon intern beim Grübeln, wie ich den Innenaufbau genau mache. Es wird spannend. Ich habe zwei Stück geholt, ne? Ich gehe noch mal zwei holen. Also meine Schaufel wird auf jeden Fall am Anfang oh Gott. Finde die Worte, Drake. Finde die Worte. Genau. Unendlichkeit drauf kriegen, weil Geschwindigkeit brauche ich nicht mehr. Mining Speed 21. Ich möchte gar nicht wissen, wie das Ding abgeht, wenn ich dann irgendwann das Ding drauf habe. Den richtigen Kopf.
nicht Damaskusstahl, Damaskusstahl war der Griff. Vanadiumstahl. Also sobald ich bei MV bin, ist das dann meine To-Do-Liste fürs Werkzeug. Einfach nur pervers dann. Und so, Entschuldigung, kurz weg gewesen, aber ich wollte das Niesen nicht hören. Das ist immer noch der Nachteil, wenn man immer noch die Erkältung mit sich rumschleppt. Will halt raus, ne? Und sollte man auch rauslassen, wir wollen ja nicht platzen. So. Also, wir hauen das mal rein. Ich habe schon die ersten Sachen drin. Genau, also wie gesagt, Damaskusstahl und Vanadiumstahl sind die Sachen, wo wir hinkommen wollen. So, wir machen noch einen. So, wie schaut es bei dir aus? Ja, du bist immer noch voll, das ist super. Okay. Dann heißt es jetzt für uns, wir brauchen die Mold. Und zwar als nächstes brauche ich das da. Das heißt, wir machen das da. Denn es hat einen Sinn und Zweck, warum dass ich den jetzt als nächstes mache. Die lassen wir mal da. Denn damit können wir uns schon mal unsere Werkzeuge auch verbessern. Aber auch in der Sache voranschreiten. So, das heißt, wir haben jetzt gleich den hier fertig. Hab ich Eisen einstecken? Ja, zwei Stück, da komme ich weit. Das heißt, wir haben jetzt das Mold Nugget. Dann sage ich ja immer, der Alu-Smelter ist am Anfang unser größter Freund. Und genau. Ich kann die updaten, die Dinger. Und zwar, ich habe, also den Maserator will ich upgraden, auf jeden Fall. Und ich will auf jeden Fall den Alloy-Smelter upgraden. Das geht aber nicht so einfach. So, das heißt also, wir schmeißen jetzt hier mal das Eisen rein. Er wird ein bisschen schlechter. So. Ich habe hier auch Luft. Dann heißt es jetzt für mich, ich gehe mal schnell an meine Kiste. Und ich gehe mal meinen Wrench holen. Hatte ich natürlich dabei. Aber es ist nicht schlecht, dass ich hier bin. Wir nehmen ein bisschen Eisen mit. So, das heißt, ich baue dich ab. Wird's ein bisschen heiß hier. So, ich komme auch rein. Sofort, Wasser läuft hoch. Die Sicht ist nicht versperrt, wenn ich schon zwei da habe. Jawohl. Hitze steigt. Das heißt, ich habe jetzt gleich zwei Solarboiler. Ich werde sie brauchen. Ich werde sie wirklich brauchen jetzt gleich. So. Weil wir machen jetzt erstmal ein bisschen Nuggets. So, wir haben hier wieder den Stahl. Das heißt, du kommst jetzt als nächstes rein. Jetzt haben wir fünf Ingots. Perfekt. So, das heißt, wir machen als nächstes jetzt den Ball. Das bist du. Nein, wir machen als nächstes das Casing. Den hier. Ich habe es mir fast gedacht. Muss ich leider jedes Mal rausnehmen. Darum räume ich es auch weg. Sonst geht's nicht. So, also das Casing haben wir. Dann brauchen wir einen Ball.
So, dann brauchen wir also Ballhammer, Casinghammer, Nuggetshammer. Block brauche ich noch und Gear. Dann hätte ich gesagt, machen wir als nächstes das Gear. Und als letztes den Block. Block, 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 Block. Block. So, wir können das hier aufräumen. Und wir haben unsere Sachen dabei. Ich finde es schade, dass es kein Small Gear gibt, das, was man gießen könnte. Das wäre noch cool gewesen. Aber wenn man große gießen kann, kann man auch kleine gießen. So, dann hätte ich gesagt, machen wir als nächstes die Balls. Nächste Stahl rein. So, dann machen wir das Casing. Casing ist nämlich auch wichtig. Hat's gereicht? Jawohl. Jetzt muss ich nur aufpassen. Redstone kommt schon mal raus. Ball brauche ich auf jeden Fall, weil da draus werden irgendwann Circuits. Dann haben wir schon mal alles drin. Und wir lassen das da weiterlaufen. Ich lasse noch einmal. Ich warte noch auf einen. Gott. Habe ich genügend? Einmal dabei. Ja, habe ich. Eins. Zwei. Dann heißt es jetzt nämlich, du machst mir meine ersten 32. Und du machst mir meine zweiten 32. Und du räumst dich mal weg. So, Redstone haben wir noch. Da. Und. Ah, ich habe doch gewusst, ich habe einen übersehen. Ehrlich gesagt, holen wir schnell uns einen Eimer. Bin gerade verwirrt. Habe ich irgendwo den Eimer vergessen? Ja, habe ich hier. So, denn wir sind gerade dabei, unser erstes Rough Iron zu machen. Und dieses Rough Iron wird dann auch gleich in die Schmelze fliegen. Das heißt, wir werden aus hier, das klingt super. Jetzt muss ich erstmal gucken, habe ich den Tool Rod schon gemacht? Nein. Weil ich ihn nicht hier bedacht habe, dass ich ihn brauche. Macht aber Sinn, dass ich ihn jetzt erstmal verwende. Und dann legen wir uns gleich neben die Schmelze schlafen. So. Dann haben wir den. Da kommst du erstmal hier hin. Okay. Hat geklingelt. Was hat denn geklingelt? Stone Age. Ah! Wie hier der Mattock. Das ist schön. Und ich habe gerade was gesehen. Das, was noch schöner ist. Gleich rein. Und hier auch. Stahl rein. Dafür habe ich Ingots? Drei. Auch vier. Aber wir legen die schon mal rein. Der Tank wird schon ziemlich leer gesoffen. Schön. Okay. Also, das heißt, wir brauchen Bronze, kann ich schon mal hier wegmachen.
Wobei, ich könnte gleich mal gucken. Habe ich noch Plates da? Halt hier. Eine. So, denn wir möchten oder wir müssen auch noch aus dem Steam-Bereich den Extractor bauen. Und dafür brauchen wir Bronze, also das heißt, ich brauche 7. Und ich habe hier auch keine mehr, oder? Einen. Egal. Also das heißt, wir brauchen 6. Das sind 2. Also ich brauche 7 und 6. Sind es 13? Also kann ich die eine Platte wieder wegtun, weil es egal ist. Also sind bei 14. Das heißt, ich brauche jetzt davon 21. Hoffe, dass ich richtig gerechnet habe. Das heißt, ich habe jetzt hier den nächsten. Du bist voll. Du bist fast voll. Dann mach mal. Und ich muss das jetzt nicht übertreiben. Davon haben wir auch 63. So, das heißt, mein Gear kriege ich jetzt auch. Und den Block legen wir gleich mal rein, dass wir den auch haben. Okay, dann schauen wir mal. Haben wir die große Platte schon? Die haben wir noch nicht. Das heißt, dich muss ich jetzt schon mal machen. Und du kommst schon mal dahin. Beziehungsweise nein. Denn ich mache daraus erstmal dich. Dann bist du nämlich auch weg. Brauche ich ja auch irgendwann. So, und jetzt nehme ich das da und ich habe jetzt mein Ingot. So. Ob ich jetzt acht Obsidian nehme, ne? Oder die da, wo ich neun rauskriege. Das heißt, aus einem Block mache ich eine Platte. Ist doch viel besser, oder? Ne, den lassen wir schmelzen. Ich möchte den anderen gerne fertig haben. Ich bin gerade beim Überlegen, macht es gerade Sinn oder macht es keinen Sinn? Also ich brauche auf jeden Fall noch genügend. Ich brauche noch Aluminiumpress. Ich muss mir noch ein Grapier machen. Ich muss mir noch so viel bauen. Also. So, aber die letzten drei. Das heißt, wir haben jetzt die 5 Stück drin. Das heißt, wenn es der gleich gehärtet ist, müsste es bling bling machen. Danke. Mag bling bling. Und bling bling heißt, wir haben jetzt den hier fertig. Und dann nehme ich mir natürlich die Empty Shape Plates. Denn das war jetzt erstmal das letzte Stahl, das wo ich so reingeschmissen habe. Weil die Jungs, ne, sind 4. Geht auch in die Schmelze. Das heißt, ich habe jetzt dann gleich genügend Sachen drin, weil ich brauche für den Extruder noch was. Ich brauche jetzt dann für diese Babys hier was. Halt, ich kann mir gleich mal 2 holen. Also. Und die kann ich sowieso erst ab MV bauen. Da brauche ich Quadruple. Und das ist ja auch, und die sind auch nur da, um die zu duplizieren. Ja, also Quadruple ist kein Problem, sobald du eine Bending hast, weil dann machst du dir 4 Platten und haust sie halt mit dem Hammer zusammen. Ist keine große Kunst. Glaub erst ab MV
kann ich die auch in der Bending bauen. Genau. Also in der Double mit Double Steel Plates. Ja, oder auch hier. Also wie gesagt, also ist am MV. Ist jetzt momentan nichts Wildes. So. Das Duplizieren brauche ich am Anfang nicht. Also ich werde mir am Anfang genauso viel machen, wie ich brauche. Und ich keinen Stück mehr. So, dann heißt es jetzt, wir legen diese schöne Platte hier rein. Dann drücken wir da drauf. Es droppt ein bisschen Stahl rein. Und es trocknet aus. Und wir haben, et voilà, ein Reinforced X Unbreakable Quest abgeschlossen. Eine Runde Begeisterung. Jawohl. So, ich brauche noch mehr Eisen, merke ich gerade. Und ich brauche auf jeden Fall nochmal zwei Eimer, merke ich gerade. Dann heißt es jetzt, die sind fertig. Die sind fertig. Dann da rein. Dann da rein. Schlau, Drake, schlau! Ich habe mich mal gefragt, wenn ich das erste Mal so doof bin, das zu machen. Weiß es jetzt. Bird Sapling, Jungle Sapling, habe ich da momentan was über, wo ich sagen kann, ja, ja, White Cherry. Schmeißen wir einfach mal rein. Gut. So, dann habe ich jetzt dann nochmal 32. Das heißt, wir holen uns nochmal einen Eimer. Und zack. Wie gesagt, erst ab MV wird es auch, MV, LV wird es dann interessanter. Weil da gibt es dann den Arc Furnace. Aber. So, das heißt, wir haben jetzt hier 5, wir haben jetzt hier 11, wir haben jetzt 12. So, und den Weg, was wir jetzt sozusagen in die eine Richtung gemacht haben, richtig, gibt es auch in die andere. Das heißt, wir schmeißen jetzt hier die wieder rein. Und brauchen 7 Stück. So, ich habe hier 1. Ich habe noch einen Modifier frei. Das wird irgendwann Silk Touch. Da habe ich noch 2 frei. Beschleunigung brauche ich eigentlich nicht mehr. Wie viel habe ich jetzt? 21, der hat 30. Da habe ich noch gar keinen Modifier. So, und in der Zeit machen wir mal den auf. Ich habe eine leere Map bekommen. Ist doch schön. Meine nächste Gladderadatsch-Kiste fängt an. Wie schaut's aus? Dampf? Ja, sah gut aus. So, in der Zeit, wo jetzt der mit dem Rough Iron arbeitet, arbeiten wir mal hier. Also, das allererste ist, da kommt schon mal ein, nein, da, wieder rein. Da kommt jetzt erstmal ein Stahl drauf. Da ist der schon mal repariert. Dann kommt da ein Eisen drauf, ist der auch repariert. Da kommt auch ein Eisen drauf, ist repariert. Da kommt da auch ein Eisen drauf, ist repariert. So, du hast noch 2 Modifier frei. Das ist hervorragend. Das heißt, wir werden dich noch einmal beschleunigen. So, du hast jetzt auch einen Mining Speed von 15. So, haben wir alles? Wir haben alles. Also, die Schaufel hat momentan 2 Modifier frei.
irgendwann Silk Touch, aber Silk Touch macht auf jeden Fall mehr Sinn auf der Picke. Weil irgendwann will man auch Steine, also normale Steine abbauen, also gehen wir mal hin und hauen jetzt mal hier eine Reinforcement drauf. Davon brauche ich ja leider bei dem weitaus mehr, weil ich habe ja nur Schaufelkopf und Stängel. Darum fangen wir auch jetzt schon an und ich nehme jetzt beide für die Schaufel. Ich könnte noch einen für die Axt machen. Ich könnte noch einen für meinen Lucky Punch machen. Okay. So. Jetzt schauen wir uns mal schnell das an. Ich habe jetzt momentan hier drin ein Wooden Binding. Das Wooden Binding ist schon wieder dunkel. Wahnsinn. Also mir kommt es so vor, als jedes Mal, wenn ich rausgehe, ist es dunkel. Habe ich da hinten eine Trittplatte, wo ich drauf drücke, wenn ich drüber laufe, so soll ich, Glock. Okay. Also, das haben wir auf jeden Fall schon mal fertig. Wir haben jetzt 8 Rough Iron. Das heißt, wir haben jetzt hier auf jeden Fall auch was fertig. Ah, da haben wir auch ein bisschen Stahl drin. Ich hoffe, dass sich jetzt das mit nichts vermischt. Ich brauche 2. Deswegen auch alles repariert. Bis auf den Schaufel bleibt. Zwar, dann kann ich mir auch Slimes draus basteln. Aber ich habe sowieso 1, 2, 3, 4. Gut. Dann gehen wir mal zu dem Kameraden hierher. Das heißt, die Platte kommt weg. Wir bauen uns ein Binding. Und wir bauen uns ein zweites Binding. Und sind glücklich, dass wir zwei Bindings haben. So, wir warten mal beim Rough Iron. Denn wir haben ja uns nicht hier umsonst den Toolcast gebaut. Nein, der kann den nicht einschmelzen. Echt jetzt? Ich brauche dazu eine Maschine. Ich habe das so schön gedacht. Rough Iron Rod. Tool Rod, bitte. Den kann ich erst im Extruder bauen. Okay. Wäre zu schön gewesen. Stahl hat 1,5, glaube ich. Nee, Stahl hat, glaube ich, auch nur 1,3. Nee, Stahl hat 1,3. Du hast 1,2. Es ist dann egal. Also, ich vermassel mir jetzt nicht mal einen Stahl, welcher. Bisschen. Nee. Okay. Also, aber. Also, ich habe doch hier mein Tooltable. Brauche nicht reinlaufen. Ich habe jetzt hier meine Picke. So, und dann haben wir hier jetzt 450 zu 514. Und dasselbe auch hier. Irgendwann kann man da vielleicht noch was anderes reinmachen. Mal gucken. So, dann hätte ich gesagt, ich habe auf jeden Fall nochmal Rough Iron übrig. 26 hier, 27 hier und ich habe nur einen Baum gebraucht. Gut. Und Basalt zu finden ist fast unmöglich gerade. Das nervt mich total, dass ich meine die gerne weiterbauen. Ja, also hier innen drin. Ich habe momentan
da zwei Kochöfen einfach mal reingeschmissen. Ja, genau das meine ich ja, weil dann könnte ich einfach mal die Gänge weiterziehen. Und das mache ich dann auch offscreen. Ich könnte mir noch. Paar Bricks bauen. So, weiß mal ein Stack. Gut, da rein, da rein. Ja, ich will den leer kriegen. Ich will, dass der da auch verschwindet. Wenn noch ein halber drin ist, ist es mir auch egal. Oh, schau mal, ich habe noch mal Rough Iron. Total vergessen. So. Dann hätte ich jetzt mal gesagt, eiskalt. Ich brauche von dir 8. War das der Hammer? Habe ich das Bronze Hall? Und ich brauche von dir 6. Dann habe ich das. Ups. So, dann brauche ich den Forge Hammer Hammer. Compressor Hammer. Den lassen wir. Ja, das meine ich, das habe ich mal gesagt. Cool wäre es jetzt, wenn ich den jetzt einfach hier schieben könnte. Ja, und zwar, ich brauche den. Nicht Extruder. Bronze. Okay. Wenn man sich's nicht merken kann. Extractor brauche ich. Und es ist nicht Bronze, sondern Steam. Ist ja gut. Brauche ein Glas und ein Piston. Jetzt müsste ich beides haben. Der Piston müsste hier liegen. Das Glas müsste hier liegen. Genau. So. Dann haben wir auch noch diese Maschine. Kommst du jetzt da drauf? Und wir schauen uns gleich, wir claimen uns gleich die Sachen. Habe ich jetzt noch was zum Claim? Ja. Rough Iron. Das heißt, wir schauen uns mal schnell was an. Und zwar ein Diamanthammer hat 128.000. Der hat 38.400. Am Anfang weiß man sowieso nicht, was man mit den Diamanten machen soll. Und ihr habt gesehen, ich glaube, ich habe 3 Adern alleine hier vor der Haustür. Und ich habe einen Wrench. Habe ich da gar keinen zweiten? Okay. Also ich habe jetzt hier einen mit Eisen mit 25.600 und das andere mit 38.400. Das heißt, Werkzeuge aus Rough Iron sind schon mal wieder intelligenter. Wenn wir die auch so verwenden. So. Und die Maschine schmeißen wir jetzt erstmal hier rein. Okay. Dann hätte ich mal gesagt, wir schauen uns mal schnell können jetzt ein Alumite Ingot machen. Beziehungsweise drei. Alleine um zu gucken, wie viel das wir brauchen. Um
Ja, entweder ein Saumium-Rod bringt mich nicht weiter, dann bringt mich der Stahl eher da weiter. Machen wir auch. So, ich wollte sowieso mal das ganze Aluminium durchklopfen, weil rauskriegen kriege ich eine ganze Zeit lang nichts. Und ich hoffe, dass ich dann durchs Rum suchen dann später noch genügend Aluminium finde. Der einzige Nachteil, ich muss jetzt rumlaufen. Muss ich gerade nur aufpassen, dass ich jetzt nicht die Maschinen überfordere. Ach, das kriegen die schon hin. Ich hätte gerne ein Aluminium-Ingot, dann könnte ich sogar meine Tore dann final fertig bauen. Wird zwar dann noch etwas mehr dauern, aber nein, nee, kann ich nicht, weil ich muss in Nether. Das wird eins meiner nächsten Ziele sein. So, in den Nether gehen. So, wir haben jetzt hier 5. Und hier 2. Was geht ihm drin? Ich muss unbedingt die Schmelze verbessern. Ich habe jetzt auch schon mein, sozusagen für mich selber schon meine Endschmelze ausgeguckt. Also von der Breite her ist sie richtig. Die Länge wird nur weitaus größer und die Höhe wird weitaus mehr. Ich habe ungefähr auch schon meinen Standpunkt. Aber das muss ich halt erst ausheben. Cool wäre es halt mit dem Hammer. Aber wie gesagt, darum testen wir es jetzt. Wenn wir das mal rauskriegen. Wenn ich jetzt natürlich annähernd an den 9 dran bin. Ja, dass ich sage, okay. Weil ich tue jetzt 5 verbrauchen. Und bekomme halt so und so viel raus. Dann macht es keinen Sinn zu sagen, okay, ich warte jetzt halt doch noch länger. Dann gehe ich lieber länger auf Aluminium-Gravel-Suche. Der muss auch nochmal kommen durchlaufen. Wenn jetzt aber ich jetzt wirklich sehe, dass ich jetzt da gerade mal 2 oder 3 Ingots rauskriege, statt 9, also ein Drittel, zwei Drittel, ein Drittel. Dann, nee, dann warte ich damit. Außer ich laufe mal so viel rum, dass ich Alomite finde, Omas. Alomite finden, das wäre super. Nein, ich meine jetzt natürlich nicht Alomite finden, ich meine natürlich Alu finden. Aluminium Gravel. Könnt natürlich auch die Crops anbauen. Muss ich aber auch mal erst schauen, brauche ich dazu Blöcke oder brauche ich das einfach nur das Erz drunter? Das ist für mich nämlich noch nicht so ganz ersichtlich. Muss ich gerade hoffen, dass die Lava reicht, sonst darf ich noch mal runterrennen. Dafür habe ich noch 325. Das wird sehr knapp. Ich glaube, der macht ja immer einen Vorgang und dann hüpft es nach oben. So 280. 265, ne? Und das ist egal, wie viel das drin sind. Wenn da 300 drin sind, macht es auch genauso. Aber ich bin auch irgendwie froh, dass die nicht die ganze Zeit Hitze brauchen, damit das flüssig bleibt. Und sozusagen eine Sperre kommt so ungefähr. Nee, 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 nee. So, wie viel Aluminium haben wir denn? Ein Ingot. Ein Ingot und 5.
Passt auf, Leute, das wären zwei. Da bin ich mir jetzt schon fast sicher. Ich sehe leider die Lava nicht mehr, aber ich sehe da noch was drin. Kommen wir flüssig, bevor sie verschwindet. Danke. Also, aus fünf Stück kriege ich zwei Ingots. Mit dem anderen kriege ich neun. Nein, also da hebe ich mir das Alumite auf. Für die Picke, für ein Schwert. Na, eigentlich für die Picke, wenn ich dann irgendwann bessere Sachen suchen muss. So. Dann haben wir jetzt noch ein Steam Age Lootpack. Ich habe ein Beef Wellington bekommen. Das heißt, ich habe jetzt richtig gute Sachen für ein. Nähter. Nicht Nähter, fürs Abbauen von Erzen. Beef Wellington ist richtig super. Wie viel sind es denn? 2, 4, 6, 8. Und 2, 4, 6, 8, 10. Also das heißt, man ist richtig pappesatt. Also doch, das wollen wir uns auch noch claimen. Da nehme ich mir das Stahl momentan. Obsidian kann ich mir rausklopfen. Dauert halt nur, ist nur Zeit. Stahl ist auch Zeit, ich weiß, aber ich habe momentan noch Probleme mit der Kohle. Und dann macht es absolut keinen Sinn. So, das heißt, wir werden uns eventuell dann um diesen Weg hier mal kümmern. Ich könnte mir jetzt demnächst auch mal einen Rucksack bauen. Und wir werden die Maschinen verbessern. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür Platten. Das ist schön. Das heißt, wir brauchen mehr Rough Iron. Das heißt, ich werde bis zum nächsten Mal auf jeden Fall noch mal was herstellen. Und dann werden wir damit dann auch beginnen. Ups. So, drei Stück haben wir noch da. Okay. Dann werden wir das tun. Vielleicht, ja, ich werde auch jetzt noch ein wenig an der Mauer dann rumbauen unten. Aber das mache ich heute mal offscreen. Ja, bei Fragen, Anregungen wie immer ab in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar. Muss man auch mal so sagen, ne? Also wenn er sagt, danke, Video ist super oder das könntest du verbessern oder wie auch immer, haut's rein. Hilft gegen den bösen Algorithmus, dass die Leute mehr das Video sehen, wenn ihr sagt, das ist ganz gut. Und man lernt vielleicht sogar noch was in 1.7.10. Ich weiß, wir sind in 1.20. Aber ich finde immer noch mit beste Pack. In dem Sinne. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.